stehen am Anfang so. Von was Großem. Denkst du? Damit zurück bei Mafia. Schön, dass du nicht wieder Pauli, eingeschaltet nicht hast. Pauli, nicht ja, wir mussten in der letzten Folge haben wir unseren Don schon arg beschützen müssen. Der Krieg geht los. Jetzt laufen sie hier schon noch alle bewaffnet rum, also... Hey, du wirst oben gebraucht. Ich gehe sofort hoch. Wir haben Krieg, Tom. Jawohl. Von heute an ist Krieg. Sag ich doch. Jawohl, ja. Das nutzt nix. Bin ich mal gespannt, ob wir den Morello oder wie der heißt, ob wir den hat schaffen. Noch keinen Ärger gehabt. Also, nee. Faktisch gesehen ist es halt so, wir wissen, dass wir am Ende mit der Polizei kooperieren. Also muss ja irgendwas Blödes passieren. Scheiße, das ist ja gar nicht hier. Fuck, ich muss ja nach oben. Shit. Okay, dann laufen wir zurück. Ich glaube, hier vorne war auch das Treppenhaus. Oh, guckt euch das an, alles verbarrikadiert. Ich bin schon wieder lost. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Wie komme ich denn nach oben? Ja, moin, Junge. Läuft schon wieder bei mir. So, durch die Küche. Küche, Küche, Küche. Ins Restaurant. Wo kommen wir denn hier nach oben? Ja, du kannst mir auch nicht helfen, ne? Du wirst auch nur fürs Rumstehen, wirst du auch nur bezahlt. Dann muss ich vielleicht doch hier hinten durch. Hier oder war das... Hier, moin, warte mal. Der Don hat Carlo uns jenseits befördert? Nicht du? Ja, war unschön. Hat wohl noch Blut in den Adern. Carlos nicht mehr. Nee, hier müssen wir rum. Ich hoffe, du bleibst anständig. Ja, ich will rund um die Uhr wachen. Hier, bei der Lagerhalle und in all unseren Geschäften. Was ist mit den Leuten, die wir... Okay. Wir kümmern uns erst um unsere Sache. Da ist wieder was, was sich sammeln kann. Okay, unser Mr. Salieri. Ah, hier komme ich nicht rein. Okay, dann ist das unten. Dann gucken wir später oder komme ich hier noch rein? Nein. Okay. Salieri macht auch ernst. Muss er ja. Dicke Tonne. Wir sind in Position. Gut. Revolver und also schnappen wir ihn uns endlich. Bald. Aber erst müssen wir ihn klein kriegen. Morello hat Polizei und Politik, sogar ein paar Richter in seiner Tasche. Die können wir nicht alle bestechen. Wir müssen sie davon überzeugen, Morellos sinkendes Schiff zu verlassen. Wenn wir den richtigen Idioten kalt machen, wissen die anderen, dass Morello nicht gut ist. Für die Gesundheit. Als erster ist dieses Arschloch dran. Ghilotti. Der Stadtrat sieht immer noch rot wegen seines toten Kindes und wird sich nie gegen Morello stellen. Mann, der Kerl macht uns seit 32 Probleme. Lassen Sie mich ihn ausschalten, Boss. Was glaubst du, warum du hier bist? Vinny hat alles geplant. Der Stadtrat feiert seinen Geburtstag mit einem Riesenfest auf einem Dampfschiff. Er zieht alle Register, Fusel, Frauen, Feuerwerk. Er wird sogar vor der Presse sprechen. Sicherheitsvorkehrungen? Die ganz normale Nummer, ein paar Typen mit Knarren. Niemand sonst wird einen Finger rühren, um diesen Drecksack zu beschützen. Okay. Ich gehe auf die Party und knall ihn ab. Langsam, Kleiner. Ghilotti ist korrupt, aber er ist nicht dumm. Seine Leute werden jeden nach Waffen durchsuchen. Du kannst nichts mitnehmen. Was dann? Werfe ich ihn dann einfach über Bord? Wird mal nicht übermütig. Du wirst ihn trotzdem abknallen, verdammt nochmal. Sobald du an Bord bist, schleichst du dich in die Toilette. Ein Bootsmann hat dort für dich einen Revolver versteckt. Dann bleibst du unauffällig. Ruhig. Markier bloß nicht den harten Mann, bis Ghilotti auftaucht. Warte, bis der Bastard mit der Rede beginnt und erst dann verpasst du ihm eine zwischen die Augen. Die ganze Welt soll das sehen und darüber sprechen. Klar, aber wie komme ich wieder zurück an Land? Sam und Pauli sind an den Docks und kümmern sich drum. Triff dich mit ihnen, sie werden dir alles Weitere erklären. Okay. Ghilotti ist erledigt, Boss. Ab morgen sind sie ihre Sorgen mit ihm los. Bezweifle ich nicht, Tommy. Buona fortuna, Tom. Ich bin mal gespannt. Also da müssten wir ja rein theoretisch auch irgendwann gegen unseren eigenen Don agieren, ja?
mal, wenn ich hier runtergehe, ist das Rote auf der Karte weg. Wenn ich hochgehe, taucht es auf. Das heißt, komme ich jetzt hier rein? Schauen wir mal. Natürlich nicht. Okay, dann kommen wir da vielleicht später hin. Scheiß drauf. So. Begib dich zu den Docks. Das kriegen wir hin. Vielleicht nehmen wir uns ein schnelles Auto aus der Garage, wenn jetzt nicht wieder ein cooles Auto davor steht. Hier ist der andere Besprechungsraum. Ja, du wirst fürs Nichtstun bezahlt, bester Mann. Wobei, wenn die hier reinballern, bist du der Erste, der fällt. Ist auch scheiße. So. Was ist doch. Nein. Das Schlachtschiff, ne? 105. Ja, das sind die schnellen Karren. Ich nehme. Taxi war auch immer geil. Ich nehme. Wir nehmen den. 165 PS. Auf wieder. Vorwiegend vom Fleck hier. Auf zu den Docks. Ich bin mal gespannt, wie wir das machen sollen. Ich glaube nicht, dass ich dem einfach so eine Kugel zwischen den Augen ballern kann. Ich denke, der wird ja auch bewacht sein. Gehen wir mal davon aus, die wissen ja auch, dass Krieg ist. Das weiß ja dann auch die Gegend, also die Polizei. Das wissen die auch. Wobei ich kann das gar nicht verstehen, dass der noch gedeckt wird, wenn der irgendwie ein Kind missbraucht hat. Weg damit. Direkt weg damit. Ja, ohne Wenn und Aber. Aber das erledige ich jetzt schon. Der würde bei mir auch gar keine Chance bekommen. Null. Danke. Ja, danke fürs Umdrehen. Super, wunderbar. Boah, hinter uns war noch die Polizei. Zum Glück hat die nichts gesehen. Mann, ich gucke immer zu viel auf die Karte unten, ja? Natürlich rückwärts ein. So, aussteigen. Perfekt. Achtung, eine Durchsage. Wir lassen Sie alle an Bord, aber wir müssen Ihre Karten kriegen. Wir müssen Sie außerdem abtasten, zur Sicherheit. Vielen Dank für Ihre Geduld. Ja, okay. Ich weiß jetzt nicht. Warte mal, ich gehe erstmal zu dem Grünen da hinten. Der Stadt. Denke ich auch. Wer da ist einer Grün getan? Auf der Karte. Vielleicht muss ich erst zu dem. Du bist auch eingeladen? Du siehst dich guck. Wie einer der Gäste aus. Ich habe Freunde, aber nicht diese Sorte. Dann sage ich dir, was ich habe. Hinten findest du einen Matrosen von dem Kahn. Hat was in den Kopf gekriegt. Aber der weiße Anzug ist okay. Danke. Ich sehe nach ihm. Bester Mann, ich danke dir. Hier gibt es auf jeden Fall noch wieder was zu sammeln. Hier liegt eine Zeitung erstmal. Die können wir nicht lesen. Sag mal, bin ich blind, Alter? So, okay, das haben wir. So, hinten liegt ein Matrose. Ja, wo denn? Na, wo liegt der denn? Am Brenner oder was? Da liegt er doch. Wunderbar. So. Dann sind wir schon mal als Matrose gekleidet. Und dann gehen wir noch auf der anderen Seite. Da müssen wir auch noch hin. Bevor wir aufs Boot steigen. So, einmal kurz nachhelfen. Passt. So. Verlassen wir das Gebäude hier wieder. Wunderbar. Kein Problem. Endlich ein richtiger Job für dich. Bleib einfach cool. Nach einer Weile auf See holst du die Kanone. Der Bootsmann hat sie in der Toilette versteckt. Klar. Dann aufs Dach. Warte auf die Lottis Rede und knall ihn ab, wenn er fertig ist. Und wie komme ich weg? Pauli hat ein Schnellboot besorgt.
Nach der Rede steigt ein Feuerwerk. Wir kommen, wenn es losgeht. Aber seid bloß pünktlich. Keine Sorge. Das wird schon alles glatt gehen. Richtig schick, Tom. Wenn du dich nicht einsaust, behalt sie. Steht dir. Danke. Okay, ich dachte, ich hätte mit dem noch reden können. Ja, dann so ganz unauffällig aufs Dampfschiff. Bist du der Neue? Hat ganz schön gedauert. Ja. Sei froh, dass ich überhaupt gekommen bin. Glaubst du, er kriegt das hin? Er wird Gelotti garantiert ausschalten. Aber vom Boot abzuhauen, dafür braucht er einen Schutzengel. Er braucht keinen verfluchten Engel. Wir passen auf ihn auf. Los. Ist so. Die drei haben ja auch schon einiges durchgemacht, ne? Wenn man bedenkt, wie viele Jahre man da so zusammenarbeitet und was die alles gemacht haben. Das schweißt ja dann auch schon gut zusammen, ne? Hey, hast du es bald? Ja, wollte die Toiletten putzen. Gab ein paar Beschwerden von Gästen. Du willst die Toiletten putzen? Meinetwegen. Nimm dir einen Lappen und geht euch alle Decks. Alright. Kenn ich dich nicht irgendwoher? Nein, glaube ich nicht. Ich kenn dich doch. Warst du bei der Gewerkschaft? Tut mir leid, bin von außerhalb. Hör zu, Kollege. Verzieh dich hier. Kannst auch einfach ein bisschen nett mit mir reden. Olle Pimmelpumpe, warte ab, ey. Ist ja da hinten auch so unfreundlich? Was? Für wen hältst du dich, Kumpel? Ah, warte ab, Kollege. So, Kollege, du kannst mir aber helfen. Hast du den Bootsmann gesehen? Nee, aber ich möchte wetten, er ist besoffen im Maschinenraum. Na, siehste, das ist doch schon mal ein Anhaltspunkt, ja? Auf in dem Maschinenraum. Er hat Verbindungen. Wo kommt sonst der ganze Schnaps her? Perfekt, da kommen wir auch direkt runter. Sauber. Und jetzt, wenn jetzt hier direkt rechts reingeht, Jackpot. Jawohl, ja, jawohl, ja. Ja, du kommst spät. Na, und du bist voll wie eine Haubitze. Ist mir eigentlich keine gute Hilfe, wenn er besoffen ist. Die Kanone ist in der Toilette, im Heck. Mitteldeck. Wo ist das? Ein Deck höher. Über uns. Ach, Schlüssel was. Liegt auf dem Tisch. Mhm. Dann wahrscheinlich auf der Sag anderen Seite. Noch einmal meinen Namen und du gehst eine Runde baden. Aber endgültig. Klar? Ja. Hab ich verstanden. So, nee, hier auf der Seite. Perfekt. Müssen wir einmal hoch. Okay, aber hier rechts waren ja, ja genau, hier waren ja direkt die Treppen. Wunderbar. So, einmal rum. Hier. Ich kenn dich. Du gehörst zu Salieri. Und was willst du jetzt machen? Wie wär's mit einer Tracht Prügel für den Anfang? Junge, da Junge, was denn? Was hast du? Was denn, ha? Oh, weg mit dir. Ich hab dich nicht verstanden. Was war hier mit Prügel? Komm, ich nehme dich mit und sperre dich direkt auf die Toilette ein, Junge. So. Ach, geh da alleine rein. Komm schon. Wo zur Hölle bist du? Tada. Okay, wir gehen davon aus, dass wir 6 Schuss haben, ja? Oder ist... So, jetzt nichts Auffälliges tun. Einfach den Decksmann spielen. Komm, wir laufen hier rum und dann gehen wir Treppe hoch. Perfekt.
Moin. Danke. Sehr nett. Sehr unauffällig. Also wenn ich er wäre, würde ich dann von hier einfach vom Dach springen, aber wahrscheinlich werde ich über das ganze Boot zurücklaufen müssen. Hey, John, amüsieren Sie sich? Solange die Bar offen ist, Stadtrat. Guter Mann, trinken Sie einen auf mich. Danke fürs Kommen. Hey, danke für Ihr Kommen und willkommen auf meiner kleinen Party. Also, wie ihr wisst, war es eine harte Zeit. Vor 3 Jahren ist mein Sohn Billy gestorben. Im Bandenkrieg. Unschuldig. Als Opfer einer Krankheit namens organisiertes Verbrechen. Seit dem Tag lebe ich nur, um diese Krankheit auszumerzen. Aber heute feiern wir meinen 50. Geburtstag und die bessere Zukunft von Lost Heaven. Wir werden diese Kriminellen aus der Stadt jagen und wie Ratten ertränken. Danke, danke euch allen. Und jetzt das Feuerwerk, ja? Als ob die mich gesehen haben. Hier zum Schnellboot. Lauf! Vom Acker, Junge. Stopp, ich muss einmal. Hier lag noch was. Scheiße, genau da liegt noch was. Das muss ich mir eben noch holen. Das nutzt nichts, weil die Wahrscheinlichkeit, dass ich hier auf den Boden wieder draufkomme, ist schwindend gering. So. Ja, aber es ist ein schönes Feuerwerk hier, ne? Das haben wir uns jetzt auch schön angeguckt, ne? Wieso springt denn nicht einfach von hier runter? Da, zack. Oder nee, von der Seite dann halt. Nicht nachvollziehen. Hier kommen wir natürlich jetzt nicht mehr raus. Ja. Such dir eine bessere Position! Los! Okay, rein in die Olga. Hinter mir ist auch noch einer. Was ist da denn los? Ah, wir backen uns hier fest, scheiße! Dahin, denn die Munition drin. Sauber, pass auf, wir laufen hier rum. Ach komm, da habe ich jetzt keine Zeit nicht gelesen, das wäre jetzt echt übertrieben. So, und jetzt rattern wir hier, wenn hier einer kommt, den rattern wir einfach so weg. Da ist einer. So, komm, hüpf hier rum. Oh, der kann hier nicht rüber hüpfen. Ach, das kannst du keinem erzählen. Guck mal, da ist doch das Boot, ey. Wo schießt der denn dahin? Was ein Quatsch, ja?
bisschen Energie wäre nicht schlecht. Ach, scheiße. Hat er mich erwischt, der Sack. Hat er mich erwischt. Ich hätte, glaube ich, nicht auf Pistole wechseln sollen. Aber ich hatte gedacht, ich nehme Pistole, damit ich dann gleich nochmal Vollgas geben kann. Aber so war es dann halt nicht. So, und da unten bin ich gerade erschossen worden. Genau da unten, ne? Dann mache ich vorsichtig. Haben. Ich hau einfach ab. Scheiße. Oh, jetzt muss ich wieder darum zurücklaufen. Junge, anstatt einfach normal wie jeder andere vom Schiff springen zu. Lauf, rüber. Ja, was für eine Nachsnur, Junge! Mal gesehen, was ich hier gerade machen muss. So, aber wir haben es geschafft. Der Drecksack ist weg. Und damit passt es auch. Beenden wir das Kapitel Happy Birthday. Wenn euch gefallen hat, was ich hier mache, dann lasst mir doch ein Abo da. Aktiviert die Glocke, würde mich echt freuen. Dann wisst ihr immer, was los ist auf meinem Kanal. Ich habe Instagram, ich habe TikTok, könnt ihr mir gerne folgen. Und Twitch habe ich auch, da bin ich auch zwischendurch mal live. Wenn ihr dann Bock habt, mir mal live beim Zocken zuzuschauen, lasst mir doch ein Follow da. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag. Haut ihr rein. Ciao und tschüss.